wie geben wir den Leuten wieder Hoffnung? Und Hoffnung geben wir ihnen nicht dadurch, dass man wie Herr Kurz und wie Herr Söder jeden Tag sich überlegt, was könnte ich noch machen, um Schlagzeilen zu produzieren, um noch eine Maßnahme draufzulegen, um den Shutdown noch schattiger zu machen. Die Leute kriegen Angst und die wollen nicht mehr. Da gebe und das ich ist für mich die größte recht. Gefahr. Kennen Sie das Land? Gibt. Kennen Sie das Land, wo es richtig gemacht worden ist? Kennen ja, Sie? Es gibt eins, das ist Schweden. Nicht nur Japan. Ja. Ist ja noch extremer. Die Voraussetzungen in den asiatischen Staaten sind ein bisschen anders. Viel Erfahrung gibt es ja, nicht zu dem Thema. Nee, aber Entschuldigung, Schweden macht ja nichts anders. Das ist ja immer das Komische, das Sonderweg. Nee, alle anderen machen einen Sonderweg. Die Schweden machen das weiter, was man 100 Jahre gemacht hat. Ja? Nämlich im Grunde genommen auf die Eigenverantwortlichkeit setzen. Und ich finde es auch toll von dem Chefepidemiologen oder wie immer der heißt, Tegnell, der sich schon im März hingestellt hat und gesagt hat, Leute, diese Shutdowns bringen nichts. Da kommt nach dem ersten, kommt der zweite, der dritte. Es gibt jetzt inzwischen Untersuchungen, selbst von der WHO, bringt nichts in dieser Form. Ich sage, wenn man das auf chinesische Art macht, ja gut, dann geht's vielleicht. Das war ja auch das Vorbild. Aber das zu machen, das ruiniert viel, viel mehr, als wie das Ganze wert ist. Entschuldigung, wir haben in den 100 Jahren so viele Epidemien gehabt. Es gab eine asiatische Grippe mit 1,5 bis 2 Millionen Tote. Es gab danach die Hongkong-Grippe, die hat auch über 1 Million Tote gebracht. Es gibt so vieles, wenn allein HIV hat, glaube ich, 36 Millionen Tote verursacht. Und niemand ist eingefallen, die gesamte alles stillzulegen. Es gibt in Bayern den berühmten Herrn von Bettenhofer, das ist der Erfinder sozusagen der Hygiene. Der hat im Kampf gegen die Cholera mal gesagt, um Himmels Willen, lasst uns die Wirtschaft in Ruhe. Die Kollateralschäden sind größer, als wie das Ganze wert ist. Und ich glaube, das ist alles missachtet worden. Und man kann heute nach Schweden schauen. Da wird immer dann irgendwelche Todeszahlen. Die sind inzwischen so, wenn ich mir zum Beispiel die Situation in Belgien anschaut, die alles brav mitgemacht haben. Die haben 20.000 Tote und das ist das Doppelte von dem, was die Schweden haben. Und das wird brav alles missachtet. Ich möchte, Herr Zeller, ich möchte gleich zu der Frage kommen, wie Sie es machen wird, aber vorher noch einmal den Arzt ansprechen, weil das hat der Herr Thoma vorher schon angesprochen. Wenn die Idee ist, dass man sagen, und das kommt dann gleich mit dem Zero-Covid, dass man sagt, man muss dieses Virus an der Ausbreitung komplett hindern und alles tun, damit es sich gar nicht mehr verbreiten kann. Herr Thoma hat schon gesagt, er hat die Grippetoten angesprochen und wir müssen jetzt nicht darüber diskutieren, wie sehr man das mit der Influenza vergleichen kann, mit den Risikogruppen. Aber tatsächlich ist es so, dass wir im Laufe der Zeit und auch rezent sagen, es gibt Viren, die können auch tödlich sein für Tausende von Menschen und wir leben damit und haben uns daran gewöhnt, dass eben alte, vorerkrankte Menschen, terminaler Infekt, glaube ich, heißt das in Ihrer Fachsprache, an Viren sterben. Weil wir können das nicht riskieren, wir können die Konsequenzen und die Folgen dessen nicht in Kauf nehmen, dass wir jedes Virus vollständig an seiner Ausbreitung hindern wollen. Ist aber doch auch medizinisch eine Hybris, nicht, oder? Man braucht doch nicht lange zurückzuschauen. Ja? Norditalien, Paris, ja, New York, da sind die Leute wie die Fliegen gestorben. Und zwar nicht deswegen, weil so viele Corona gehabt haben, sondern weil so viele gleichzeitig auf den Intensivstationen gelegen sind, dass nicht mehr Blinddarmoperationen durchgeführt werden haben können, dass jemand einen Herzinfarkt gehabt hat, den man hätte behandeln können und der kein Intensivbett mehr gekriegt hat. Und zu dem Zeitpunkt war der Lockdown die einzige Möglichkeit, das kurzfristig zu beenden. Ich glaube, es hat auch den Frühjahrslockdown niemand bezweifelt, aber die Frage ist, kann man... Das waren immer die Ziele. Man hat gesagt, man hat zwei Ziele, die schienen auch vernünftig. Das eine ist, die Überlastung der Gesundheitssysteme, vor allem der Intensivstationen, zu verhindern. Zweitens, große Übersterblichkeiten zu verhindern. Aber in diesen zwei Zielen steckt drin, eine gewisse Anzahl von Sterbefällen aufgrund einer Viruserkrankung wird man, so wie schon früher, weiterhin in Kauf nehmen. Natürlich, wenn ich sage, Corona soll sich in den nächsten 10 Jahren langsam ausbreiten, dann schützen wir die Alten und die Jungen sollen sich anstecken. Ja, das ist zwar auch nicht ganz so, aber diese 10 Jahre haben wir nicht, sondern es geht exponentiell. Und den Zähl rauf. Mhm. Da geht es um ein paar Wochen. Ja, der zweite Lockdown, das wissen wir auch schon, ist wahrscheinlich zu spät gemacht worden, 3 Wochen. Sonst hätte er wahrscheinlich einen ähnlichen Effekt gehabt, außer dass halt gerade der Winter gekommen ist und nicht wie im Frühjahr der Sommer. Nicht? Das ist ja auch entscheidend, oder? Aber selbst die Experten, die es fordern, also Inzidenzzahlen von 25 oder 50, sagen dazu, eigentlich in einer Winter-Virensaison ist das nicht einmal ein realistisches Ziel. Oder? Also ich meine, das ist doch irgendwie nicht sinnvoll. Aber gut, Sie wollen es trotzdem haben, Herr Zeller. Und jetzt kommen wir zu der Zero-Covid-Strategie.
Strategie, die jetzt, wenn man so will, ich glaube in der Jugendsprache würde ich sagen, das ist jetzt der heißeste Scheiß, der diskutiert wird. Also Zero Covid ist so, erinnert so ein bisschen auch so an den Extinction Rebellion, also so die harte Sache, die sagt, wir machen das jetzt so komplett radikal. Können Sie uns so in ein paar Sätzen erklären, was ist die Idee hinter Zero Covid? Ja gut, der Befund ist offensichtlich, das habe ich ja vorhin gesagt, die Politik in den verschiedenen Ländern Europas ist gescheitert, weil die Pandemie die Menschen ungleich trifft, die Maßnahmen treffen ungleich. In diesem Punkt bin ich sogar teilweise mit Herrn Brandl einverstanden, teilweise. Nichtsdestotrotz geht es darum, wirklich die Ansteckungen runterzukriegen. Und zwar weil, wie der Kollege gesagt hat, weil das ein exponentielles Problem ist. Das wird immer missachtet. Die Situation, die wir jetzt haben, die ändert sich rasant bei einem exponentiellen Wachstum. Ja? Das heißt, die Leute unterschätzen das permanent. Und das heißt, wenn wir jetzt nicht handeln, oder in Deutschland, dann spiegelt die uns... Gut, aber die Moment, sagen Sie einfach, wie Sie handeln. Nein, das ist wichtig. Schauen Sie jetzt, was in England passiert. Ja? Jetzt genau, oder in Irland, ja? Wo die neue Virusvariante bereits sich durchgesetzt hat. Das ist logisch, dass sie sich durchsetzt, das ist ein Naturgesetz, die sich wesentlich schneller ausbreitet und die in rasanter Geschwindigkeit jetzt in der Tat zu einer Situation geführt hat, wo das Gesundheitssystem kurz, also eigentlich bereits zusammengebrochen ist. Ja? Wo wir riesige Todeszahlen haben. In England sind jetzt im Laufe der ganzen Pandemie etwa 100.000 Menschen gestorben. Wir haben in allen europäischen Ländern, mittlerweile auch in Deutschland, seit den letzten Wochen eine deutliche Übersterblichkeit. In der Schweiz über das ganze Jahr verteilt, über die, das Ganze eine extreme Übersterblichkeit. Das ist statistisch eindeutig. Nicht, Moment, ja. Auch Schweden. Keine Übersterblichkeit. Schweden hat gleich viele Tote wie Deutschland. Ja? Und Schweden hat... Entschuldigung, Deutschland hat 50.000 und die haben 10.000. Also das ist für mich ein Unterschied. Nein, aber Schweden hat in den Phasen, wo die Pandemie hochging, eine eindeutige Übersterblichkeit. Schauen Sie die Zahlen an. Anfang, aber man rechnet übers Jahr. Ich glaube, wir müssen ja, über weniger über Statistiken schreiben. Ich würde einfach gern hören, was Sie tun wollen. Ja, die Antwort ist, und da lehnen wir uns sehr an einen Wissenschaftsappell an, Mitte Dezember haben über 1.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen internationalen Appell initiiert, wo ein breiter wissenschaftlicher Konsens besteht, Naturwissenschaft. Unter denen, die es unterschrieben haben. Ja, es sind auch Sozialwissenschaftler dabei, es sind auch Mediziner dabei, es sind sogar Ökonomen dabei, die sagen, wir treffen europaweit koordiniert gemeinsam Maßnahmen, dass wir die Ansteckungen pro Tag auf 10 reduzieren, auf 1 Million Einwohner. Ja? Warum? Weil das die einzige Möglichkeit ist, jede einzelne Infektion nachzuvollziehen. Ja? Das ist der Schritt. Ja? Und das ist letztlich der erste Schritt. Und wie macht man das? Da können wir jetzt diskutieren. Ja? Ja, Sie haben einen Plan. Sagen Sie uns. Wir haben nicht einen Plan. Wir wollen eine gesellschaftliche Diskussion starten. Das ist überraschenderweise... Moment, das ist überraschenderweise sehr gut gelungen. Was wir sagen, ist, dass wir die gesamte Gesellschaft einbeziehen wollen. Das heißt aber nicht, Entschuldigung, das heißt nicht die ganze Gesellschaft gleich. Ja? Was jetzt geschieht, die jetzige Politik, die ist doch hochgradig selektiv. Gewisse werden betroffen, andere nicht. Je nachdem, welche Lobbygruppe sich gerade durchsetzen kann, kann sich von Maßnahmen befreien. Aber das heißt, Gerechtigkeit ist, wenn es allen gleich schlecht geht, ne? Nein, wir argumentieren, und da komme ich auf die Studie zurück, die Sie jetzt gerade zitiert haben, dass auch der ganze Bereich der Arbeit einbezogen wird, natürlich auch der Verkehr ebenfalls. Es gibt viele Arbeitsplätze, die sind hochinfektiös, das wissen wir. Ihre Studie, die Sie jetzt gerade gebracht haben, betrachtet das, was in den Haushalten geschieht, als Restgröße. Man weiß, sehr viele Ansteckungen sind nicht bekannt. Was oft in mehreren Studien geschieht, ist, dass man praktisch die Restgröße schlicht und einfach zu den Haushalten dazu zählt. Und dann sagt man, das ist ein individuelles Problem, was halt zwischen den Familien passiert. Ich würde aber gerne Ihre Vorschläge konkretisieren, weil also das Epidemiologische drumherum ist interessant. Ich würde einfach nur gerne damit diskutieren können, glaube ich, wissen, was über also Arbeitsplätze einbeziehen, den öffentlichen Verkehr einbeziehen. Heißt, alle Betriebe werden geschlossen für eine gewisse Zeit, nein, der öffentliche nein, Verkehr alle wird Räder stehen nein. Still. Wir wollen eine europaweit Maßnahmen treffen, die die gesamte Gesellschaft
betreffen, solidarisch, das heißt aber durchaus differenziert. Was jetzt? Ziel, solidarisch oder differenziert? Ja, das kommt doch davon, was die konkrete Lebenssituation ist. Natürlich ist es idiotisch, ein Krankenhaus stillzulegen. Das heißt differenziert. Natürlich ist es idiotisch. Schulen, Kindertagesstätten. Bei Schulen muss man konkret schauen, was geschieht. Wenn Kinder sind, tragen das Virus weiter. Das ist erwiesen mittlerweile. Das heißt, nein. Dass Sie wissen doch selber, dass es wissenschaftliche Studien gibt, die weit auseinandergehen. Jetzt tun Sie noch nicht so, als hätten Sie die Studien gepachtet. Ich bin einfach ein unverbesserlicher Konkretist. Ja, also genau. Nahverkehr stilllegen. Nein. Tankstellen abschalten. Oder? Nein. Aber wir sagen, die nicht essentiellen Bereiche müssen stillgelegt werden. Was ist das nicht sind die? Moment. Beispielsweise kann man den gesamten Rüstungssektor flachlegen. Ja, ja, das ist Punkte. Richtig. Erstens, genau. Komplett, ersatzlos sogar. Den kann man auch gleich nach den Maßnahmen auch gleich stilllegen. Sagt er jetzt für uns. Unbedingt, das hilft. Man kann weite Teile der Industrie, die jetzt nicht unmittelbar relevant ist, am Bahn, wo die Leute arbeiten, die Schlachtfabriken, kann man stilllegen. Autoindustrie stilllegen, genau. Für einen bestimmten Zeitpunkt kam die Autoindustrie selbstverständlich. Und da richtet man so einen Schaden an, der durch nichts zu ist. Wenn diese Maßnahmen europaweit koordiniert durchgeführt werden, wird es möglich sein, innerhalb von einigen Wochen diese Ansteckungen so weit runterzudrücken, dass in der Tat jede einzelne Ansteckung wieder verfolgbar ist. Das sagen Sie. Moment, Sie haben vorhin eine Frage gestellt und die will ich beantworten. Sie reden doch jetzt seit 10 Minuten. Nein, Sie haben gefragt, warum die Maßnahmen von Menschen nicht getragen werden. Ja? Ein entscheidendes Moment ist, weil die Regierungen nicht über die Ziele informieren. Was sind die Ziele der Maßnahmen? Etwas wie die Ansteckung runterbringen, dann gehen sie runter, dann steigen sie nach den Maßnahmen wieder. Das ist ermüdend, das ist richtig. Das ist ermüdend. Es gibt einige Beispiele von Ländern, in asiatischen Ländern, aber auch Neuseeland, es gibt sogar Norwegen, es gibt sogar Finnland, die glasklar informieren, was die Ziele sind. Die Ziele sind wirklich die Pandemie beenden. Die Regierung hat es geschafft, die Menschen zu überzeugen, weil das Ziel klar ist, beispielsweise Neuseeland. Die Menschen haben es hier schon gedankt mit einem grandiosen Wahlerfolg. Und das, Wahlerfolg. Und das war nicht das entscheidende Moment war nicht die Insellage, das entscheidende Moment war die Information, die Transparenz des Entscheidungsprozesses. Herr Zeller, ich rede doch noch nicht von den Zielen. Aber bei den Zielen mögen wir mal klar sein. Ja, ich weiß schon, wovon Sie reden. Ich kann ja zuhören. Es geht doch darum, ob die Maßnahmen richtig sind. Darum geht es doch. Ich bezweifle, dass der Lockdown, den Sie schildern, die Wirkung hat, die Sie gern möchten. Wenn es so wäre, könnten wir darüber reden. Ich habe pragmatische Einwände, erstens. Weil Sie voraussetzen, dass Sie es hinkriegen könnten, dass alle europäischen Länder mitmachen. Das wird nicht so sein. Würden alle europäischen Länder mitmachen, dann wird der Virus 4 Wochen später über die anderen Kontinente wiederkommen. Sie können die Welt nicht abschotten. Sie können nicht den globalen Zero-Covid ausrufen. Das sind aber die pragmatischen Erwägungen, die grundsätzlichen Erwägungen. Sie müssen zu dem Zweck, wenn Sie Zero-Covid sagen, müssen Sie sagen Zero-Grundrechte. Und dann sage ich nein. Herr Zeller, nein, das geht nicht. Und Sie setzen, wenn Sie die Inzidenzzahlen so ansetzen, wie Sie es gemacht haben, Sie gehen davon aus, dass Gesundheit die völlige Abwesenheit von Krankheit ist. Das ist eine Definition, die ich nicht toleriere. Mhm. Gesundheit heißt auch, ich muss, das wird der Mediziner auch sagen, hoffe ich, ich muss irgendwo mit der Krankheit leben. Ich muss nicht mit Leben ja auch von Krankheit. Mit dem Tod leben. Ich muss versuchen, den Tod so weit wie möglich zurückzudrängen. Aber ich muss auch in Covid-Zeiten lernen, mit der Krankheit zu leben. Das weiß jeder, der Kranke in seiner unmittelbaren Umgebung hat. Wie viele Tote wollen Sie in Kauf nehmen? Das ist nun ein Totschlagsargument. Das kann ich gar nicht gut hören. Also ich fürchte mich vor 2 Dingen, Herr Prantl, sonst sitze ich hier völlig vergebens. Also würde ich gerne auch mal was sagen. Bitte. Ich fürchte mich vor 2 Dingen. Das eine ist Hybris. Die Hybris, die übrigens bei Frau Merkel sehr ausgeprägt ist, die da heißt, wir retten das Klima, wir schützen alle Menschen vor einem Virus, was der Menschheit in Tausenden von Jahren noch nicht gelungen ist. Wir müssen in der Tat mit Viren leben, auch damit, dass sie sich verändern. Das ist das eine, was mich wirklich erschreckt, diese unfassbare Hybris. Wir können das alles managen, wir können das alles machen, mit Maßnahmen und Zügel anziehen. Das zweite,
was mich beängstigt langsam, ist nach dem guten alten Churchill-Satz, lasst keine Krise ungenutzt vergehen, dass die Stimmen immer lauter werden. Wir können doch diese ganze Geschichte auch noch für andere Dinge nutzen. Rüstungsindustrie, Automobilindustrie, alles platt machen, prima. Wir können, das ist auch ganz schön, das wird ja mittlerweile auch deutlich gesagt. Zum Beispiel vom altgrünen Joschka Fischer. Sie meinen, der sagt, die jetzigen Maßnahmen als Blaupause für Maßnahmen in anderen Klimaschutz. Wir merken jetzt, was die Bevölkerung alles mit sich machen lässt. Das kann man doch benutzen, das sagt Joschka Fischer ganz deutlich. Der frühere Präsident ist um die Klimakatastrophe. Sagt er ganz deutlich um die Klimakatastrophe. Und der Herr Schwab vom Wirtschaftsforum sagt das ja auch, der große Reset. Wir können, was wir jetzt lernen, nämlich mit Panik eine Bevölkerung kirre machen, auch auf ganz andere Dinge anwenden. Das erschreckt mich zutiefst. Aber vielleicht, und ich fürchte, das steckt auch hinter Ihrem. Akzeptieren Sie den Klimawandel? Akzeptieren Sie, dass es so etwas wie eine Erderhitzung gibt? Akzeptieren Sie das? Akzeptieren Sie, dass man dagegen Maßnahmen ergreifen muss? Ich glaube, Frau Stephan, dass der Herr Zeller das sogar gar nicht bestreiten würde. Denn wenn ich Sie richtig verstehe, dann geht es ja genau darum, also jetzt gar nicht so sehr, wie begrenzen wir die Infektionszahlen, wie begrenzen wir die Zahlen der Toten, sondern es geht darum, wie bauen wir diese Gesellschaft komplett radikal um. Genau das und das ist dann quasi das genau eine, das kam her von der Klimabewegung und mein Eindruck ist, jetzt nutzt man sozusagen die Covid-Sache als Trägerrakete, um genau das zu machen, nämlich einen relativ radikalen Umbau des kompletten Gesellschaftssystems, vor allem in ökonomischer Hinsicht. Das ist das, was Sie eigentlich wollen. Oder? Das ist Anmaßung. Nee. Anmaßung. Es gibt sonst konkrete nichts. Probleme, es gibt die Erderhitzung, es gibt die Pandemie und es geht darum, beide Phänomene anzugehen. Es gibt auch die globale Ungleichheit, die Sie mit Ihren Maßnahmen beschleunigen. Nein, ja, auch die Erderwärmung wirkt sich hochgradig ungleich aus. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Wir leben noch immer in einer Eiszeit. Und in der Tat geht es darum, konkrete Maßnahmen zu finden. Und ich denke, dass es in beiden Fällen ganz konkret darum geht, wie baut man in der wie schränkt man jetzt die Ansteckung der Viren in den nächsten paar Wochen, in den nächsten Monaten radikal? Also wie schränkt man die ein? Wie gelingt das? Mit denselben Maßnahmen tut man dann was für den Klimaschutz? Nein. Das ist eine Analogie. Das ist nicht dasselbe. Da kommt jetzt ökosozialistische Paradies. Das ist doch ganz klar. Nein, und jetzt geht es darum, in Europa ein Agreement zu schaffen. Natürlich eine Debatte, wie man jetzt vorgeht. Was ist die Alternative? Die Alternative ist, angesichts der Mutationen, die es gibt, das müssen Sie anerkennen, die Alternative, die Sie, Herr Prandtl, vorschlagen oder zumindest akzeptieren, ist, dass wir in den nächsten paar Wochen, in den nächsten Monaten eine deutliche Steigerung von Todesfällen haben. Außer Sie sagen, das ist eine übliche, wird sehr oft gesagt, wir schützen die Risikogruppen ganz speziell. Sie wissen doch, Mutationen gehören zum Virus. Die gibt's, seitdem es Viren gibt, gibt es Mutationen. Ja, natürlich. So, und jetzt tun Sie nicht so, als breche jetzt die Vollkatastrophe aus. Wir können doch Was passiert gegenwärtig in London? Was passiert in vielen anderen Städten? Was ist in New York passiert? Also wenn die Schweden ausgestorben sind, können wir darüber weiterreden. In Wahrheit ist doch absurd. Die sagen, der sagt klipp und klar, lasst uns so vorgehen wie in den letzten 100 Jahren. Und die einzige richtige Pandemie, die es bis jetzt gegeben hat, das war die spanische Grippe, das immerhin 2% der Weltbevölkerung. Und wenn man sich andere Dinge anschaut, HIV, wie gesagt, 36 Millionen Tote. Oder beispielsweise mit Krebs 10 Millionen Tote. Was regt sich niemand auf drüber? Das wird hingenommen. Und ich meine, was soll das? Bei der Grippe, die hat in 650.000 Tote pro Jahr durchschnittlich. Und warum wollen Sie die nicht ausrotten? Weil, das hat der Kollege gesagt, weil wir in diesem Fall in kurzer Zeit eine Verdichtung haben von Ansteckungen. Und diese Verdichtung im Raum und in der Zeit führt dazu, dass für bestimmte Momente das Krankensystem zusammenbricht. Ansteckungen sind nicht gleich Krankheit, meine Güte. Das ist doch wieder. Wir wollen die Gefährlichkeit des Virus nicht in Frage stellen. Das will niemand hier machen. Aber ich
habe eine große Sorge, neben der Sorge, die Sie äußern, wie die Krankheit sich immer weiter verbreitet. Ich habe die Sorge, dass die Gesellschaften sich daran gewöhnen, dass zur Bewältigung von Krisen Grundrechte massiv eingeschränkt werden. Ja, das fürchte ich auch. Grundrechte heißen Grundrechte, weil sie gerade in Katastrophenzeiten gelten müssen. Die Leichtfertigkeit, mit der Sie die Grundrechte wegschieben und sagen, die Grundrechte weg und alles läuft besser, die entsetzt mich richtig. Und die macht mir zum ersten Mal in meinen 33 Journalistenjahren richtig Angst. Die Art und Weise, wie Expertengremien, zu denen Sie gehören mit dem Null-Covid-Zeugs, Grundrechte wegschieben, ist für mich ein Desaster, eine Katastrophe. Ich schiebe kein einziges Grundrecht weg. Das ist komplett falsch. Was haben Sie denn vorher gesagt? Welches Grundrecht schiebe ich weg? Die Gewerbefreiheit, die Bewegungsfreiheit? Nein, ja. Wie wollen Sie denn eine Demokratie gestalten, wenn Sie die Grundrechte null runterfahren? Aber die Grundrechte sind doch nicht eine Abstraktion. Wir sind in einer konkreten Situation mit einem konkreten Problem. Ja, Sie wollen sie konkret aufheben. Wenn Sie in einer beschränkten Zeit sagen, wir schränken die Mobilität ein, um das Problem zu lösen, um nachher wieder zu leben, dann ist das nicht eine generelle Einschränkung der Grundrechte. Was jetzt passiert, das ist ein autoritärer Tendenz. Wir verlängern die Verlängerung, und zwar seit einem Jahr. Wir verlängern das Zeug immer weiter. Und meine Erfahrung ist, wir verlängern das Zeug immer weiter. Die Sondergesetze. Weil die Regierungen gescheitert sind, machen sie weiter. Sind Sie in einer Eigendynamik und werden Schritt für Schritt autoritär. Das stimmt genau ja nicht. Sie werden, Politik lieber Herr Zeller, Sie werden autoritär in der Art und Weise, wie Sie argumentieren. Nein. Jetzt sage ich Ihnen mal was. Wir haben in der RAF-Zeit, die ich nicht vergleichen will mit dem jetzigen, wir haben, ja, lachen Sie doch nicht. Es geht darum, dass wir Zeitgesetze hatten. Wir sagten, bei bestimmten Herausforderungen, bei bestimmten Situationen machen wir Gesetze für eine bestimmte Zeit. Das Gros dieser Gesetze, fast alle, gilt bis zum heutigen Tag. Und das ist meine Befürchtung, die ich habe in diesem Kontext.